steigen gerade hoch zum Turm. Von da aus suchen wir einen Einstieg in den Klettersteig. Riva del Garda. Das weiße Ding auf dem Dach. So, und der venezianische Bastionsturm aus dem 16. Jahrhundert. Und wir gehen jetzt mal weiter auf den Klettersteig. Schöner alter Kriegssteig hier hoch. Riva war nämlich Frontgebiet 15 bis 18. Fast 500 Meter über Riva und dem Nordende des Gardasees. Herrlich. Die Frau mit dem weißen Helm. Und der Mann mit dem Blauhelm. Auf geht's. Ja, herrliche Aussicht unter mir. Richtig schön. Ja, der Klettersteig ist AB klassifiziert, also nicht sehr anspruchsvoll. Reicht für uns für dieses Jahr. Herrlich, ja. Siehst du dich? Okay. Wir haben ja zwischendurch echt total lange Steigpassagen. Das ist total anstrengend. Klettern wäre weniger anstrengend. Jetzt geht's die Wand hoch. Schöne Leiter da vorne. Also die Leiter hier hat es wirklich in sich, Freunde. Unter uns gähnt der Abgrund. Also Freunde, das ist hier schon höchst spektakulär. Kann man nicht anders sagen, wirklich. Ja, hier ist jetzt mal wieder reinste Wanderung dagegen. Ey, spektakulär hier, sensationell. Ja, die Aussicht schwindet langsam im Nebel. Dafür wird die nach oben besser. Also, da jetzt zerschützt Klettersteigpanoramen hier. Das ist echt der Hammer, Leute. Da lohnt sich das in der Wand hängen, wirklich. Ja, es ist so eine Hammerleiter, Leute. Geil. So, diesen Abgrund von Leiter sind wir gerade hoch. Und wie war's? Ja, nett. Nett? Ja. Ja, dann nehmen wir die nächste, ne? Ja, den Felsen haben sie schon festgedübelt. Der lohnte sich schon zu lösen, fürchte ich. Na, das Gewicht meiner Frau wird er noch aushalten. Und meins auch. Da macht so eine Leiter richtig Spaß. Bei dem Panorama. Sensationell. Ist das jetzt gemein?
Keine Ahnung. Da lang? Ja, immer wieder mal längere Gang- und Kraxelpassagen. Nicht ohne sind, weil es hier ein bisschen rutschig ist. Ne? Ja. So, behält und besichert geht's wieder hoch. Im Moment ist die Fernsicht gerade nicht so berauschend. Warte. Ist da wieder zu Ende? Eine italienische Dame überholt uns. Haben sie mal vorbeigelassen. Ich sehe schneller als wir. Ja, alles in allem schon total spektakulär hier. Und jetzt noch für ein Foto, Moment. So, wir haben es geschafft. Ein Gipfel, wie immer der heißen mag. Schon geklettert, ne? So ein Glück, dass hier oben Zeugen sind. Super stark über. Nicht ohne. Ja, runter ist eh immer schwieriger als hoch. Auch der Abstieg hat noch mal seine schönen Aussichten. Ja, wir wandern hier quasi immer direkt am Abgrund entlang. Endlich geschafft, die endlosen Serpentinen zugunsten einer vernünftigen Straße verlassen. Der ist knapp unter 500 Meter. Wir müssen etwas über 400 Meter runter, glaube ich. Jo, auf geht's. So, hier haben wir dann noch mal ein paar Kriegsrelikte aus den Stellungen nördlich von Riva. Das sieht wiederum eher nach einem alten venezianischen Turm aus, als nach einer KUK-Feldbefestigung. Wehrturm, Kirche und 1703 im Spanischen Erbfolgekrieg von Franzosen zerstört, von wem auch sonst. Die waren im 18. Jahrhundert die Zerstörer Europas. So, und hier haben wir dann wieder ein Werk der Habsburger Truppen aus dem Kriege 200 Jahre später. Und da taucht er wieder auf, der Gardasee. So, da sind wir fast wieder unten. So, da sind wir unten im alten Hafen von Riva. Und an den Wänden sind wir hochgeklettert, nicht schlecht.